So, jetzt habe ich die Perspektive getauscht. Jetzt ist es gemütlicher im Stehen. Jetzt steht hier oben auf meinem Fenster und ich habe das Fenster abgedunkelt. Das war mein Duftding. Dann könnt ihr mich ein bisschen besser sehen, weil sonst ist es zu hell. Es ist immer noch zu hell, ja, aber ja. Aber ihr könnt mich wenigstens sehen und verstehen. Siehst du, wenn ich weiter hinter gehe, dann könnt ihr mich besser sehen. Ja, was ich heute anhabe, soll ich das euch mal zeigen? Schwarze Hose, ein Gürtel, könnt ihr den sehen? Ein Gürtel und einfach ein schwarzes Oberteil. Ich pimpe das dann einfach. Dazu kommen noch Stiefel und ich pimpe das mit Accessoire einfach ein bisschen auf. Und die Haare werde ich dann offen tragen. Aber das werdet ihr dann sehen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier beim Rouge, ne? Und jetzt würde ich meine Augenbrauen auffüllen. Ich guck mal, ob ihr das vielleicht dann sehen könnt. Nee. Nee, ihr könnt es nicht sehen. Sorry. Auf jeden Fall fülle ich die so ein bisschen auf. Das mache ich immer mit meiner Alverde-Palette in der Farbe. Na? Ist zu hell, gell? Auf jeden Fall in der Farbe 42 Taupe Harmonie. Und da verwende ich immer diesen Ton hier unten. Der passt zu meinen Augenbrauen einfach perfekt. So, und dann nehme ich immer einen angeschrägten Pinsel. Der ist von Elf. Nee, Quatsch, von NYX ist der. B22 Angel Line. Ja, cool. Da habe ich auch noch einen Spiegel. Und das passt ja dann. Aber erst, als erstes, oh, hätte ich fast vergessen, dann wäre es total blöd gewesen. Mein Augenbrauengel. Das verteile ich erst über meinen Augenbrauen, weil dann pinsel ich nochmal drüber und das sieht einfach, für mich sieht es natürlicher aus. Also erstes Augenbrauengel, das habe ich von einer amerikanischen YouTuberin so ein bisschen in Form machen, ja. So, und währenddessen es noch feucht ist. Fokussierst du jetzt? Währenddessen es noch feucht ist, gehe ich in die Farbe hier oben und gehe so ein bisschen meine Augenbrauen, also fülle die so ein bisschen auf. Ich habe es mit Stiften versucht. Ich habe es sogar mit Gel-Eyeliner versucht, meine Augenbrauen so gut hinzubekommen. Aber die sahen jedes Mal wirklich wie nachgemalt aus und das will ich nicht. Also ich finde, das sieht dann echt unnatürlicher aus. So fülle ich die einfach so ein bisschen auf, was ich mit den Stiften auch gemacht habe, aber es sieht unecht aus, wenn ich kein Puder benutze. So. Jetzt kommt die andere dran und erst wieder das Gel. Probier jetzt echt mal aus, das ist viel, viel besser. Okay, ihr probiert es mal aus. Tut ihr mir den Gefallen und sagt mir dann in den Kommentaren, ob es besser oder schlechter für euch ist. Das würde ich echt mal gern wissen. Ihr seht ja, ich hab schon sehr, sehr dunkle Augenbrauen. Die Farbe, die ist echt identisch, nur dass hier mehr aufgefüllt ist. Und es sieht echt besser aus. Natürlicher. Ach so, die andere, ne? So. Einfach so ein bisschen nachgehen, ein bisschen auffüllen. Dem Auge einfach so ein bisschen mehr Ordentlichkeit auch zu geben. Ja, es ist einfach ein Stück weit besser. Und wenn ihr das natürlich macht, dann sieht das auch echt toll aus, weil die Augenbrauen sind wirklich der Rahmen des Gesichtes
Und das ist auf jeden Fall auch meine Meinung. Und ja, ihr solltet euren Rahmen schön machen im Gesicht. Hallo? Blöde Webcam. Ja, das ist, weil das Licht so doof ist, ne? Ich habe ja gesagt, ich nehme mit der Webcam auf und was heißt mit dem Laptop? Normalerweise immer mit dem PC, aber es geht momentan nicht. Oh, hier bin ich wieder. Ja. Ach so, es geht weiter. Ist mir was runtergefallen, ist ja klar. Eyeshadow Base. Meine ist immer noch von Yuma oder UMA. So, schön bis unter die Augenbraue. Hier auch. Hey, guck mal, ich werde immer schärfer. Also jetzt, das Bild wird immer schärfer. Sehr gut. So. Oh, langsam, mir ist echt heiß. Weil ich das Fenster zu habe. So, ich hole mal eben, was mir runtergefallen ist, ne? Habt ihr jetzt meinen Hintern gesehen? Ich hoffe ja nicht. So, nimm nochmal die Lidschattenpalette. Und geh in den hellsten Ton, der ist hier. Der bei euch jetzt weiß aussieht. Und schminke mir das Auge komplett. Lass mich gucken, welche Seite. Ja, die. Ich fange unten an. So. Also wenn das Make-up nicht gut wird, seid ihr dran schuld. Weil ich ja kein Licht und keinen Spiegel habe. Naja, jetzt habe ich einen Spiegel. Ihr seht nur, dass ich viel Licht habe, aber ich sehe es. Ich sehe es auch, dass ich viel Licht habe. Aber ich sehe dann nicht mehr, dass, wie ich mich schminke, wo ich die Farbe hin tue und so. Soll ja alles schon gleichmäßig sein. So. Ach so. Wie ihr in Twitter gelesen habt, mache ich gerade ein Video für euch. Also, bist du auf Twitter, dann, wenn es dich interessiert, guck mal rein. Dann bist du immer up to date. Wo ist mein Lidschatten? Wo habe ich meinen Lidschatten hin? Frauen und Unordnung. Hier mein heißgeliebter Lidschatten von MAC in, na, Club. In Club. Könnt ihr das lesen? Falsch rum, Nadja. Ja? Jetzt wurde ich gerade gerufen, ja? Also nicht erschrecken. Hätte ich vorher sagen müssen, ne? So sieht der aus. Der changiert so schön braun, grün und so. Der ist ganz, ganz toll. Jetzt nehme ich wieder meinen Pinsel. Tu den in die Lidfalte packen. Den Lidschatten. So. Könnt ihr das sehen? So. Noch ein bisschen. Kennt ihr das? Noch ein bisschen Pfeffer. Ich bin heute witzig aufgelegt. So. Und jetzt verblenden. Der lässt sich super, super verblenden. Ah, ich liebe den. Kann ruhig noch ein bisschen drauf nehmen. Und hier unten am unteren Wimpernkranz auch. So. Und wieder verblenden. Ach, der lässt sich so weich verblenden. Ein Traum. So, unter dem Auge natürlich auch verblenden, weil sonst wirkt's zu bam, ne? Jo. Also normalerweise mache ich kein Augen-Make-up morgens. Das habe ich mich voll gemacht. Toll, Nadja. Warum bist du so unscharf? Bleib doch mal scharf, du Blödi. Auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Das ist halt das Problem mit der Laptop-Quali. Da kann man die beste Kamera haben. Kamera. Trotzdem ist der so blöd. Unterm Auge, ne?
So. So, jetzt ist gerade das Bild ausgegangen. Und verblenden. Unten auch. Oben kann noch ein bisschen, ne? So. Ist es jetzt gleich? Relativ gleich. So. Ja, ich muss mich immer so konzentrieren beim Lidschatten auftragen. Weil ich das ja nicht so oft mache, wie ihr wisst. Ich tue ja sonst immer nur Wimperntusche, Lippenpflege, Rouge, Concealer, Puder auftragen. So, jetzt muss ich mal an mein Schränkchen. Weil ich habe da, glaube ich, was vergessen. Ja. So. Ich muss aufpassen, dass nichts runterfällt. Meine Mascara, die... Na, wie heißt sie? Essence Multi-Action Smoky Eyes. Die ist ganz, ganz toll. Jetzt stelle ich mir mal meinen Spiegel so hin, damit ich auch was sehe. Und jetzt tusche ich mir die Wimpern, ne? Guck mal, die hat so ein cooles Bürstchen. Könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. So. Die ist echt geil, Matte. Die macht meines Erachtens viel schönere Wimpern, viel geschwungener und viel fülliger. Wobei ich die Multi-Action, die ganz normale, okay finde. Also nicht so. Guck mal, was die für einen Unterschied macht. Guck euch an. Seht ihr was? Mhm. Das macht nur die Mascara und ich habe das gleiche Make-up. Also gleichen Look. Andere Seite. So. Wir sind gleich fertig. Ein bisschen müsstet ihr noch aushalten mit mir, aber ihr guckt mich ja nicht an, wenn ihr mich nicht mögt und meine Videos nicht gerne guckt. Hoffe ich doch. So, Haters können gleich zu Hause bleiben. Das brauchen wir hier nicht. Da nochmal drüber. Und da auch nochmal. Wow. Bam. Was für Wimpern. Ich habe mich angekleckert. Jetzt brauche ich ein Wattestäbchen. Einen Moment. Ich bin am Bauch abgenommen. Ich bin heute zu scherzen. Aufgelegt so. Aber das noch mit dem Wattestäbchen weg. Und wenn hier unten vielleicht was dran gekommen ist, dann auch. Da auch. So. Und wir sehen uns im zweiten Teil. Also bleibt dran. Peace. Tschüss.